Hallöchen zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind oben in der Festung und sammeln erstmal alles ein, was geht. Und ich hoffe, wir kriegen diesmal gleich eine Lampe, eine Taschenlampe, eine Fackel, irgendwas mit Licht. Nicht, dass wir erstmal wieder suchen müssen. So, hier müssen wir ein spezielles Gerät besorgen, um den Deckel anzuheben. Hier mein Amboss, ich habe keine Ahnung, was wir damit machen müssen. Und ja, da vermisst jemand seine Augen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. So, hier haben wir ja, wir sind in der Festung. Dafür braucht man einen Schlüssel. Ich habe einen Blasebalg, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, wo es hier ein Feuer geben könnte. Klingeling. Beutel mit Drohnen. Stimmt, den haben wir ja auch noch. So, er liest erstmal ein gutes Buch. Und wartet drauf, dass wir ihm helfen. Oh, ein Ring. Was müssen wir denn hier machen? Wo ist seine Spitze? Mhm. Oh, der Ritter hat seinen Kopf verloren. Wir haben ein Harzmesser. Oh nein, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, hier brauchen wir eine Schaufel. Ist ja auch nichts Neues. Und ich vermute mal, die Dinger müssen ja rein. Oh nein, es geht gleich auf. Ey, ich bin ja fasziniert. Okay, eine Feder, eine Urne und eine Sanduhr. Das ist mir egal. Das Ding ging von alleine auf. Ich habe ja schon gedacht, wir müssen Runenwürfeln machen oder so. Aber nein. Okay, so, den Ritter. Hier haben wir die Augen des Magiers. Ach, das soll ein Magier sein. Und den. Oh, hier. Uch, Kratz. Schön. Okay, was leuchtet da? Zuerst brauche ich ein... Das sind Geister. Ah, wir müssen die Urne füllen. Geht auch ein Ritter? Nee, geht's natürlich nicht. So, wir haben einen Traumfänger. Ich vermute mal, der muss hier nicht hin. Passt es da rein? Der vielleicht? Oh, komm schon, den kann man hier aufpumpen. Hm. Leider nicht. So, zurück können wir ja nicht mehr. Besen kann ich auch nicht mitnehmen. Haben wir denn eigentlich noch Sammelobjekte? Hier vorne auf jeden Fall nicht, aber hier. Gucken wir mal. Vielleicht sogar da drin. Oh, komm schon, das kannst du damit aufbiegen. Ach, wir haben eine Hebevorrichtung. Also einen Flaschenzug. Hm? Ja, was machen wir denn da? Hm. Hm. Hat nicht geklappt. Ja, ich habe es eigentlich auch nicht erwartet. Bin ich ehrlich. Aber man kann es ja mal probieren. So, wir brauchen eine Schaufel. Oder wegpusten? Oh, komm schon. Das war voll die gute Idee. Oder hier wegwedeln. Nee, auch nicht. Hätte das sein können. So, ja, ich vermute mal. Der will auch nicht. Ach, Mann. Das ist doch doof. So, hier ist was zu tun. Und hier ist was zu tun. Hm. Ich habe auch nichts liegen gelassen. Ich habe auch nichts, was ich da... Ach, guck mal, die gehen an. Aber ich muss sie nicht drücken. Ja, ich habe auch nichts, was ich da irgendwie reinmachen könnte, uhrenmäßig. Wo ist seine Spitze? Hm, ich weiß es doch auch nicht. Oh, den Baum habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich habe gehört, dass sie keine lauten Geräusche machen. Fang doch mal an zu singen. Das würde doch völlig ausreichen, um den Vogel zu verstehen. Oh, danke für das. Danke für die Gänsehaut. Naja, es ist ja auch ein gruseliges Spiel, ne? Gut, wir haben Harz. Toll.
freue mich. Ich nehme mal an, wenn wir den Kopf gefunden haben vom Ritter, müssen wir dem, ne, und so. Ist da Bescheid. Ja, verdammt, wo müssen wir denn hin? Ich gehe noch mal ganz zum Anfang. Denn hier war ja auch noch was zu machen. Kleben? Oder Hebevorrichtung? Nein, ist nicht. Ja, gut. Auf sowas kommt man natürlich nicht. Hier kann ich ein neues Amulett herstellen. Schön. Das freut mich. Okay, so, kleb mal voll. Ja, ein bisschen einschmieren. Ich weiß gar nicht, wer sich solche Sachen immer ausdenkt, ehrlich. Ich bin ja auch schon verrückt, aber auf sowas will ich nicht kommen. Ui, haben wir etwa ein Wimmelbildspiel? Und wir haben ein Wimmelbildspiel. Wir suchen mal wieder Umrisse. So, die Rose und die Fackel haben wir schon mal. Kürbis brauchen wir nicht. Fledermaus. Schloss brauchen wir nicht, aber ein Frosch. So, Frosch haben wir auch. Wir brauchen noch eine Sense und eine Fledermaus. So, fehlt nur noch die Sense. Und dann ist hier Sense. Ja, aber ich sehe die Sense nicht. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass ich zu faul gewesen bin, meine Rollos runterzumachen. Und jetzt hier voll die Sonneneinstrahlung habe. Der Vorteil ist, mir ist schön warm. Nachteil ist, ich bin ein bisschen geblendet. Okay, wo ist denn jetzt hier die Sense? Huch, Katze musste mich so erschrecken. Ja, auch wenn das ein Halloween-Spiel ist. Nein, das war nicht lustig. Aber schläfst du nicht eigentlich um diese Uhrzeit? Hm? Nein? Gut, jetzt habe ich noch weniger Durchblick. Aber irgendwo muss doch die Sense sein, wollte ich gerade sagen. So, was ist denn das? Eine Schaufel. Ein Schlüssel. Ah, ein Schlüssel. Ein Zellenschlüssel. Super. Gut, dann können wir das Teil hier aufschließen. Und bekommen eine Sanduhr. Und wir haben die Urne, Krug, was auch immer. Ja, und da brauchen wir erstmal. Es tut mir leid. Bisschen laut, aber was soll's. Gut, einer. Ja, da. Gerade aus. So, jetzt schaufeln wir erstmal. Was ist das denn lauter? Das ist so. Oh, ist das laut. Guten Morgen. Na, liegst du noch nicht bequem, was? Ach, das noch. Du hast einen Ring gefunden. Ich habe noch mehr gefunden, aber das andere lasse ich lieber da drin. So, wir haben einen Krug. Ich vermute mal, wir können damit draußen die Geister oder Seelen oder was auch immer einsammeln. So, husch rein da. Achso, ich brauche ein Werkzeug. Vermute mal, mit der Zange wird das nichts. Traumfänger. Ja gut, warum nicht? Sehr schön. Okay, dann bekommt der Obelisk jetzt erstmal seine Spitze wieder. Und wir haben eine Amulettform. Schnaps. Also, ja, das ist der gute Klosterfrau Melissengeist mit echten Geistern drin. Oh nein. Schnaps, ja, ach, danke. Ja, naja. Ach, nee. So, komm. Wo ist denn? Ach so, die Sanduhr konnte ich ja noch gar nicht machen. Ich muss erst das Amulett finden.
beziehungsweise. So, genau, das muss ich ja abmachen. Ich nehme mal an, um mir ein Amulett zu schmelzen. Klingeling. Die Frage ist aber, wo? Also, ja, hier. Aber wir brauchen ja auch erstmal Feuer. Nicht. So. Ich muss das Feuer stärker machen. Ach, tatsächlich. Da ist sie, ein ganz winziges Pflänzchen. Na Mensch, sieht doch aus wie neu. Ach so, dann ist die Glocke für den Raben. Natürlich. Das macht Sinn. Der erschreckt sich ja vor lauten Geräuschen. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Da. Ja, es tut mir so leid, aber ich danke dir für deine Feder. Ach Quatsch. Ich muss nochmal zurück. Es tut mir leid, ich hab's vergessen. Ja. Die Sandfeder. Für das Ritual. So, hier ist doch bestimmt noch irgendwas zu holen. Ach, ein Ring. Wir haben 63 von 83. Ne? Gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass die Dinger so klein sind, kann man hier noch einen suchen? Nee, kann man leider nicht. Okay. Aber ich vermute sowieso nicht, dass das Spiel jetzt hier zu Ende ist. Yeah, ein Runenspiel. Ich freue mich voll. Ordne die Spielsteine um die entsprechenden Elemente herum an. Wähle einen großen Kreis aus, um ihn zu drehen. Wähle zwei benachbarte Spielsteine aus, um sie zu tauschen. Richtig gestellte Spielsteine sind grün. Okay, gut. Aber warum? Also, dumme Frage. Das ist doch das Luftzeichen. Das ist doch ein Wasserzeichen. Nein, ihr sollt mal. Ihr. Ja, dann tauschst du. Tauscht mit dem und du tauscht mit dem. So, hier haben wir das Feuerzeichen. Ja, rüber mit dir. Ja, auch. Bitte schön. Ist ja auch nicht so schwer, ne? Okay, jetzt geht die Post ab. Get them! The ritual is ready. Now, seal! We did it! I couldn't have done this without your help. Thank you! Now, let's go home and celebrate! Oh. Als ich vor 2 Minuten sagte, das Spiel wird jetzt noch nicht zu Ende sein, habe ich mich geirrt. Und wo ist die Feier, bitteschön? Meine Süßigkeiten? Na, das war mal kurz und knapp, ne? Ja, gut aussehende Vampir mit seiner schönen Stimme, muss ich echt sagen. Er hatte eine sehr schöne Stimme. Ja, einfach mal so ab in die Erde versunken. Ja gut, aber wir haben ja noch ein Bonuskapitel und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, die wievielte Folge das jetzt ist. 7? Vielleicht? 7 Folgen ist schon kurz, ne? Also wir haben jetzt gerade mal ein paar Minuten. Aber... ich wollte sagen, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, sonst hören wir Weihnachten mit dem Halloween-Spiel aus. Das ist ja dann auch blöd. Gut, dann ist er doch mal wieder. Weiter. Wie wird man ein Mensch? Tagebuch eines Vampirs. Oh nein!
Das gefällt mir. Ich glaube, das Bonus-Kapitel wird besser. Trick or treat! Oh, ich bin als Kind immer auf Leckerbissen gegangen. Ich sollte etwas Leckeres suchen. Ich bin als Kind immer auf Leckerbissen gegangen. Hm. Ja, das, Gut, Süßes oder Saures? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man dem Kind eine saure Gurke geben. Wiederherstellung der Menschlichkeit gibt freundlichen Menschen. Oh, diese beiden Dinge stehen immer auf meiner To-Do-Liste. Gut, wir müssen ihn also verwandeln wahrscheinlich. Ey, du hast doch scharfe Zähne. Ich will nicht sagen, Wladimir, aber deinen Zähnen kannst du doch alles knacken. Ich bin seit fast 3 Monaten ohne Blut. Der 3. Monat ist der schwierigste für jeden abstinenten Vampir. Wenn ich wieder Blut schmecke, ist mein Durst nicht mehr zu stillen. Rosettas Tränke helfen mir ein wenig, aber nicht viel. Ich habe immer noch Hunger. Mara. Ich verlasse mich mehr auf meine Willenskraft und Zaubertränke meiner Freundin Rosetta. Alles klar. So, hier brauchen wir... Wen hätt's überrascht? Einen Korken. Wir machen im Bonus-Kapitel genau da weiter. So, wo sind denn hier die Süßigkeiten? Will ich das Kind essen? Ich frage für einen Freund. Nein, das machen wir nicht. Okay, warte mal, wo war denn jetzt die Schublade? Oh, nee, da steckt ja schon was drin. Ein Magnet, ein kaputtes Feuerzeug. Guck mal, dann ratscht es doch mal. Ratscht doch mal das Klebeband auf. Null. Das arme Kind, steht Weihnachten noch hier. Dann können wir gleich ein Geschenk mitgeben. Das ist ein Dietrich und das ist eine verkorkte Flasche. Ach was. So, das Blut schmeißen wir weg. Können wir nicht gebrauchen, wir sind ja auf Entzug. Aber wir machen den Korken mal hier in die Schublade. Es ist immer noch keine Süßigkeit. Oh, wir haben noch einen Ring gefunden. Es geht also weiter. Finde ich aber gut. So, das schneiden wir einfach ab, genau. Mit dem Dietrich wird das nichts. Hm. Ja gut, das huch. Ach, die kriegen wir auch noch auf mit einem Keil vielleicht. Augen, oh. Ach Mensch. Die Vampire, wie ihr habt aber auch echt nur eklige Sachen zu Hause. Das ist doch jetzt nicht wahr, dass ihr für das arme Kind hier 3 Stunden lang Süßigkeiten suchen. Kind, raus mit dir. Mach die Tür zu. Wir haben auch eine Karte. Aufgaben. Ich muss mal gucken kurz. Finde Süßigkeiten für das Kind. Wow, ganz toll. Notizen. Also wir gehen ja eigentlich nur davon aus, dass wir Wladimir spielen. So sicher bin ich mir natürlich nicht. Es könnte natürlich auch jemand sein, den er verwandelt hat. Achso, was suchen wir denn? Cola und Kaugummi. Ganz genau das Richtige fürs Kind. Orange und Cola. Sahne und Himbeere ist ja witzig. Apfel und Ananas. Apfel und Ananas. Das ist eine Birne. Apfel und Ananas. Da. Ach nee, du bist die Melone. Da. Mango und Passionsfrucht. Mhm. Mango? Naja, da erkennt man den wahren Obstkenner wieder. Mango und Passionsfrucht. Das ist was anderes. So. Erdbeere und Blaubeere. So, Erdbeere und Banane. Die habe ich doch schon gesehen, glaube ich. Obwohl, ich habe so viel Bananen gesehen. Ja. Kirsche und Schokolade. Das klingt doch schon besser. Birne und Traube. Birne und Traube.
Zuckerwatte und Birne. Boah, Zuckerwatte mit Birnengeschmack. Ich weiß nicht. Kiwi und Banane. Kürbis und Zimt. Kürbis und Zimt. Ja, wer es mag. Okay, können wir dem Kind nur eins geben? Ah, hier verschwinde. Thanks. Das ist ein unheimliches Kind. Oh, ein Vampir mit Handy. Hi. Don't forget to come over and get your potions. Drinking them regularly will stop your bloodthirst. See you soon. Ja, die Tränke holen wir ab. Was ist mit mir? Oh, ich würde jetzt sogar 2 oder 3 Dosen dieses Tranks trinken. Tja, das Kind war unheimlich. Ich vermute mal, er hat uns irgendwas angetan. War hier nicht irgendwo noch ein Schloss? Ich schneide es einfach ab. Musik dazu. Ja gut, wir gehen mal auf die Straße. Frische Luft am Abend soll ja auch immer gut sein. Wollen wir ein Auto fahren? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, nein. Jeder sollte wissen, wie man Reifen wechselt. Oh, ich habe schon richtig Schiss, wenn ich das mal machen muss. Dietrich. So, ein Handschuh und ein Kote. Aber hat gut geschmückt. Oh, da ist ein Püppchen. Da, ich hab's gesehen. Komm schon. Ja. Früher hatte er mehr Augen. Hier ist doch bestimmt auch noch ein Püppchen. Mag ich doch. Ach, hier, da, ich hab's gesehen. Ha. So, 11 von 14. Ich finde es gut, dass das im Bonuskapitel weitergeht. Denn ich bin mir nicht sicher, ob wir alle tatsächlich gesammelt hatten. Im Chemieunterricht habe ich gelernt, dass Säure die meisten Metalle ersetzt. Nicht ersetzt, sondern zersetzt. Säure. Aber nicht jede Säure. So, komm, wir nehmen ein paar. Wir nehmen Rosetta ein paar Rosen mit. Oh, womit kann ich graben? Lass mich raten. Könnte es eine Schaufel sein? Die wir schon 3-mal weggeschmissen haben? Achso, da war ich gerade. Gib her. Oh, ich dachte, es wäre echt, aber ich kann es erfüllen, indem ich es aufziehe. Komm schon, kein Mensch denkt, dass das Ding hier echt ist. Was bist du denn für ein Vampir? Ich dachte, die haben gute Augen. Gut, aber er kriegt jetzt erstmal seine Augen, wenn wir schon mal dabei sind. Oh, das Geräusch. Oh, Moment. Boah, kennt ihr das? Dann kriegt man so das selber das Gefühl, als ob man gerade Augen bekommen hat. Oh. Ach, hier wohnt Rosetta? Wir wohnen hier? Nein, dann brauchen wir auch nicht mit dem Auto fahren. Hört sich gar nicht anzuschmeißen, das Ding. Boah, habe ich Vision oder ist da wirklich jemand? Naja, ich weiß es auch nicht. Du bist halt ein komischer Vampir. Was ist das denn? Ich wische es lieber weg. Ach, lieber nicht. Ich weiß nicht. Will nicht. So, was haben wir denn? Kauf dein Traumhaus in der Nähe von Scratch Town. Genieße ein abgelegenes Häuschen im Wald an See. Ja, ich sag mal so, ja. Könnte mir gefallen. Am See wohne ich sowieso gerne, also am Wasser. So ein kleines Holzhäuschen. Naja, es war jetzt schon ein bisschen größer. Also ich glaube, 2 Zimmer waren da mindestens drin. Rosetta freut sich, wenn ich diesen Draht repariere. Ihr gefällt es, fernzusehen. Das kann Rosetta doch selber. Kaputtes Ziffernblatt. Weil da fehlen natürlich Zeiger. Also Treibstoff fürs Feuerzeug. Ja, machen wir mal Treibstoff rein. Mhm.
Ey, ich wollte keinen Korkenzieher. Ich bin ganz stolz auf ihn. So, mit dem brennenden Feuerzeug in meiner Tasche geht's dann mal weiter. Aber zum Glück brennt es ja noch lange. Ich schmeiß ja gleich wieder weg. Kann man hier was reinmachen? Nö, wa? Dietrich, weg ist er. Hm. Und wir haben die Nummer 9. Oh, cool. Oh nein, Rosetta, es tut mir... es tut mir aufrichtig leid, was soll ich sagen. Deswegen sagt man Kindern auch immer, die sollen nichts anfassen. Ja, wir haben eine Zaubertrankzutat gefunden. Oh, 10 von 15, ich fürchte... Das kriege ich wahrscheinlich, dann kriegen wir nicht mehr so voll. Können wir hier was reinmachen? Habe ich das schon mal gefragt? Ich habe ein Déjà-vu. Ach, warte mal, ich habe einen Lappen in der Hand. Hier so ein komisches Taschentuch. Diese Schmatzgeräusche dabei. Hm, ein Teil des Rezeptes fehlt und dafür brauchen wir bestimmt die Zaubertrankzutaten. Eieiei. Ich fürchte, das Spiel können wir nicht zu Ende spielen. Was ist denn hier eigentlich? Ach ja, Säure. Ach, Säure. Natürlich, wir machen Säure. Wir brauchen einen Reifen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir weiterfahren dann irgendwie. Können wir hier hin? Ist auch ein schönes Häuschen. Englischer Landadel, ne? Ach ja, aufziehen. Hm. Ja gut, was können wir denn aufhämmern? Nee, hier haben wir nichts zum Aufhämmern. Hier unten auch nicht. Ja, ja, geh weg. Ach so. Ach so, warte mal. Können wir die neuen... Ach, geh doch mal weg, du Uhr. Lass los! Komm, das können wir da reinmachen und dann können wir mit dem Hammer draufhauen. Naja, es hätte ja sein können, dass das klappt. Mhm. Wähle die Schlosselemente aus und ziehe sie, um die Anzahl der im Hinweis angezeigten Punkte anzuzeigen. Mhm. Hä? Hey, wo ist meine Maus? Hallo? glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ist jetzt nicht wahr, ich habe zu schnell gedreht. Ist der hier überhaupt noch weg? Meine Maus ist komplett weg. Das ist ja jetzt... Ist doch jetzt nicht wahr. Okay, dann... es tut mir voll leid. Dann würde ich sagen, ja, Schnitt und so weiter. Ne? Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Es tut mir voll leid. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.